So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Und es ist soweit, das Seentrio ist endlich weg. Keiner hatte mehr Bock. Ich habe mein 100er Vesprit auf Level 50 gemaxt. Das war mein Ziel, das habe ich erreicht. Und ich habe neue Ziele. Denn Anego ist da, die beste Ultra-Bestie. Jetzt in den Raids, seit 10 Uhr können Eier erscheinen, ab 11 Uhr können die aufgehen. Anego nicht nur die beste Ultra-Bestie vom Typ Gift, der beste Giftangreifer mit den meisten WP von den Ultra-Bestien, sondern auch noch neu als Shiny verfügbar. Wir wollen jetzt wieder einen Community-Raid machen. Wir befinden hier uns an der Futuristic Sculpture in Meiningen. Die möchte ich euch mal zeigen. Das ist nämlich dieses Ding hier in der Mitte. Hier sieht es aus wie ein Kreisverkehr. Hier sind die Bushaltestellen. Hier halten immer die ganzen Busse. Hier drüben bauen sie jetzt hier oben die Parkplätze zu. Ihr habt hier eine dicke, fette Graffiti-Wand, die sich von vorne bis hinten zieht. Und das ist die Arena. Laufen noch mal hin. Futuristic Sculpture, weil das ist halt eine Skulptur. Die sieht halt sehr futuristisch aus. Das Wetter ist auch Bombe, wir waren gerade noch einkaufen, das passt alles. Ich hoffe, das kann ich um 15 Uhr noch hochladen. Ich werde jetzt gleich mal in meine Liste schauen, wer sich für den Community Raid eingetragen hat, wen wir einladen, was die Kondas sind, was die WPs sind, wie das Shiny aussieht, hin und her. Und ich habe eigentlich das Ziel, Anego sogar ein bisschen mehr zu raiden und auf 100er Anego Jagd zu gehen. Weil irgendwie finde ich das Shiny richtig cool. Ich brauche Bonbons, ich brauche das Shiny. Vielleicht ist ja ein 100er dabei, Level 50, Anego 100%. Mal schauen, ob es passt. So, ihr seht, ich habe einen passenden Hintergrund. Die futuristische Skulptur ist hinter mir, sieht brachial aus. Wieder mal auf dem Boden sitzen, von unten gefilmt. Da drüben ist die Sonne, deswegen habe ich das jetzt ein bisschen schräg gestellt. Und ich mache heute was, was ich noch nie gemacht habe. Was ich heute aber machen muss, um mal ein Zeichen zu setzen. Erstens ist das hier die Arena, ich möchte sie nochmal zeigen. Und weil das eine Ultra-Bestie ist, ist da kein 5er legendäres Ei drüber, sondern eben diese Ultra-Pforte für die Ultra-Bestien. Das dauert jetzt noch über 7 Minuten, bis der aufgeht, deswegen gehen wir mal kurz rüber in YouTube. Das ist der Kanal, wenn ihr hier rüber switcht, Übersicht, Videos, Shorts, Live, Playlists, habt ihr Community. Community ist der Community-Tab und im Community-Tab poste ich immer irgendwelche News, Infografiken, sonst was. Hier steht jetzt Anego in Raids, vor 50 Minuten habe ich eine Konda-Grafik gepostet. Ihr seht, 22,56 ist der 100er Wert oder mit Wetterbrust 28,21. Das Ding ist Typ Gestein und Gift, das heißt, nehmt am besten Boden. Es hat eine Doppelschwäche gegen Boden. Ihr könnt auch Psycho nehmen, ihr könnt Wasser nehmen, ihr könnt Stahl nehmen. Nehmt am besten aber Boden. Proto Groudon ist hier als bester Angreifer gelistet. Marmutel, selbst als Krypto mit Bodenattacken. Golgandes als Bodenangreifer. Mewtwo als Psychoangreifer. Mega Sumpex, Krypto. Geowatz oder halt die normalen Sachen. Groudon, Marmutel, Stalobor, Demeteros. Knackrack, was ja C-Day-Pokémon ist mit C-Day-Attacken, Demeteros. Ich werde einfach mal gucken, was es mir vorschlägt, wer das nehmen. Und oben drüber poste ich dann immer den Community-Raid mit Uhrzeit 11.17 Uhr. Ihr tragt euch ein mit Name und Trainercode, damit ich auch ja neue Spieler, die ich noch nicht in der Liste habe, adden kann, annehmen kann. Ich lade 10 Leute ein. Oliver, Henry, Niki, Shenaya, Excavador und Pogehunter mit dem Main-Account. Und auf dem kleinen, auf dem Noodle-Account, Yoda, Patch, Borki, Trainer Sir Ups und Gamer Cube. Ich gehe immer der Reihenfolge nach. Und jetzt seht ihr, dazwischen steht Terrorzwerg, der Jochen. Und da habe ich jetzt ein persönliches Problem, Jochen, und das geht raus, Ansage an dich. Die letzten 1000 Streams, wo du da warst, habe ich immer wieder zu dir gesagt, wir sind Glücksfreunde, ich möchte bitte meinen Glückstausch mit dir machen, das ist mir wichtig, dafür habe ich beste Freunde behalten, dass wir glücklich werden können, dass wir Lucky Trades machen können. Jeder macht das, jeder ist dafür bereit. Du hast gesagt, nö, ich möchte nicht tauschen. Ich habe dir gesagt, wenn das so weitergeht, dann lösche ich dich halt, weil dann brauche ich dich auch nicht in der Liste. Wir raiden gefühlt nie zusammen. Wir haben keinen Kontakt, gar nichts. Mich verbindet persönlich nichts mit dir und dann willst du nicht mal tauschen, was normal wäre. Ich würde dich ja nach dem Tausch behalten und wieder lucky mit dir werden wollen. Du hast mir dann versprochen,
du meldest dich, du schreibst mich an bei Discord, es ist schon wieder Wochen vergangen, es ist nichts passiert, gar nichts, ich habe alle Trades fertig, ich brauche die Glücksfreunde, die noch lucky sind, dass die sich endlich melden, dass die mit mir tauschen. Bei dir weiß ich, du guckst die Videos immer, du meldest dich hier bei dem Ding jetzt an und ich lasse dich jetzt bewusst aus und grenze dich jetzt aus, so lange, bis du mit mir mein Lucky Trade machst. Melde dich doch bitte einfach per Discord, Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook, wie auch immer. Du hast gesagt Discord, mach das bitte. Wir werden eine Lösung finden, das verspreche ich dir. Und ansonsten habe ich jetzt den Gamer Cube geedit. Den nehme ich jetzt mit für den Raid. Jetzt warte ich kurz, bis das Ding aufgeht. Und dann schauen wir mal, wer ein Gutes hat, wer ein Shiny hat. Und Pupsi macht auch mit, die sitzt noch im Auto beim Jonas. Und ja, ich hoffe, das dauert auch nicht so lange. Die Einkäufe werden nämlich auch warm und dann sehen wir uns gleich, wenn der Raid aufgeht. So, solange wie wir auf den Raid warten, guckt euch doch nochmal dieses Gestrüpp an. Da liegt sogar eine Feder. Taubsi! Hey, waren vorhin Tauben. Die sind ja in dem Mittelding rumgelaufen die ganze Zeit. Ich habe mich noch gefreut und gesagt, das ist voll cool, dass hier Tauben rumlaufen. Was ist passiert? Kaum steige ich aus, fliegen die alle weg. Das ist eine super Natur. Hier würde ich Geburtstag feiern und zelten. Bis das Ordnungsamt kommt und schmeißt euch alle raus. Aber hey, da oben ist sogar eine Dixie-Toilette. Seit gestern im Stream habe ich im Kopf, vielleicht doch einen Geburtstag zu planen. Da muss ich aber mal mit Pupsi reden. So, da bin ich wieder zurück. Ich habe mich doch wieder hier runtergepflanzt. Das Ding geht jetzt auf. Wollen wir es öffentlich machen? Probieren? Ich weiß halt nicht, ob fremde Leute in der Nähe sind, ob da jemand Bock hat mitzumachen oder das sieht. Wir probieren es einfach mal öffentlich. Das haben wir schon seit 100.000 Jahren nicht mehr gemacht. Gehen einfach rein, gehen auf beide drauf, Excavator und der Rest, der, das brauche ich gar nicht vorlesen, das seht ihr ja. Borky, GamerCube, Patch, Trainer, Sir Ups, Yoda. Es sind auf jeden Fall alle eingeladen. Blood and Tears ist auch am Start. Super Sunny ist auch am Start. Hat Sandra etwa zwei Accounts? Auf dem Samyang-Account habe ich jetzt hier als Konda Rizaros, Geowatz, Stalobor, Stalobor, Rihonyor und Groudon. Auf dem Hauptaccount haben wir Kaumalhart, Frau Deluxe, Knackrack, Knacknack, Rack, Stalobor, Knackrack. Also es reicht eigentlich, wer den C, der mit Kaumalhart gespielt hat, eine Knackrack-Armee. Könnt ihr dir nehmen, Knackrack-Armee reicht. Wer sagt, ah, ich habe keine guten Boden-Pokémon, nutzt halt ein paar Rihonyor, hatte C-Day, nutzt Knackrack, hatte C-Day, nutzt halt Stalobor, hat kein C-Day, aber gab es zu diversen Events öfters. Ansonsten waren letztens ja auch Groudon-Raids. Joa, Geowatz hat man vielleicht noch von früher, wird aber nicht mehr so stark eingestuft, obwohl seit es die Krypto-Varianten gibt, hat das vielleicht wieder einen kleinen Hype bekommen. Mir fällt auch gerade auf, der erste Raid, den ich damals in Meiningen als Community-Raid gemacht habe, war genau hier an dieser Futuristic Sculpture und jetzt der letzte Raid, nämlich der hier, ist auch hier. Seitdem hat sich viel verändert. Hier ist Gras über die Sache gewachsen. Und da oben sind halt lauter Bagger und Maschinen und machen ordentlich Krach. Jetzt gucken wir mal rein, ob alle drin sind. Henry, Oliver, Excavador, Trainer Sir Ups, Patch, Shenaya, Pokehunter, Yoda, Borky, Linus ist auch am Start, Flying Borky und GamerCube. Wer ist nicht drin? Der Terrorzwerg. Denn der soll sich mal bei mir melden, dass wir vielleicht unseren Glückstausch machen können. Sonst wird das nie was mit einem 100%igen Capotoro, wenn ihr die Glückstrades verweigert. Man kann zwar keine 4 Stück mehr machen, man hat aber trotzdem die ganzen 3 Monate der Season 2 Lucky Trades, 2 Spezial Trades pro Tag, die man machen kann. Und bevor ich da einfach irgendwas tausche mit irgendwem, würde ich natürlich gerne mit Glücksfreunden tauschen. Aber alle Glücksfreunde, die jetzt noch übrig sind, ich glaube es sind noch 6-7 Stück, sind Leute, denen ich zwar schon geschrieben habe, die noch nicht zurückgeschrieben haben, oder Leute, wo ich nicht weiß, wie ich die erreiche und schon 100.000 Mal gesagt habe, die sollen sich bitte melden. Ansonsten, wer lucky wird, meldet sich direkt und kann wahrscheinlich direkt am gleichen Tag auch noch tauschen. Ich bin jetzt jeden Tag gespannt, wenn ich abends Geschenke mache, hoffe, dass einer lucky wird und ich direkt mit dem tauschen kann. Oder eben bei einem Raid oder bei was anderem. So, 27, 47. Hier haben wir 27,89 auf dem Kleinen. Das heißt, der Hauptaccount ist schon mal nicht gut.
Weil der andere über 40 WP mehr hat. Was hast du? Was? 26,97? 27,97? Pupsi hat das Beste. Shiny ist leider keins dabei. Das lege ich jetzt mal kurz hier zur Seite. Das nehme ich jetzt mal, das werfe ich mal weg und versuche jetzt, das mal zu fangen. Das ist nämlich jetzt wichtig. Wie lässt sich der fangen? Wie groß ist der Kreis? Der Kreis ist riesig. Trotzdem habe ich daneben geworfen. Das Ding scheint auch sehr ruhig zu sein. Also es macht keine Rückwärtssaldos. Es schwebt ein bisschen in der Luft. Bis jetzt sieht es eigentlich ganz chillig aus. Hab trotzdem noch nicht den Kreis getroffen. So. Ach, er geht immer mal hoch, er geht immer mal runter. Da braucht er jetzt den richtigen Abstand. Einfach fabelhaft. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Ich dachte, das ist großartig, weil der Kreis war immer noch so groß. So groß war der Kreis, trotzdem zählt das jetzt einfach fabelhaft. Ich würde jetzt also den Kreis nicht mehr verstellen. Immer warten, bis er angreift. So wie jetzt. Und dann locker nach dem Angriff in das Pokémon werfen, sodass er gar nicht den abwehren kann. Der Kreis sich auch nicht verstellt. Aber halt ausreichend groß ist, um trotzdem fabelhaft zu sein. Er greift wieder an. Wir curven wieder ganz sanft, ganz locker. Total schwach. Du brauchst keine Kraft aufwenden und nicht da rein. Ah, jetzt habe ich ihn fallen lassen. Jetzt hat sich bestimmt der Kreis verstellt. Guck mal, wie behutsam. Wie behutsam. Ich berühre den Ball so gut wie gar nicht. Er geht trotzdem bis hin. Also das ist ein sehr leichtes. Jetzt ist er unten. So, mal gucken. Unten genauso. Unten ganz zart auch werfen. Ganz leicht curven. Ganz leicht. Wenn ich da andere sehe, wie bei Lapras damals, wenn man mal einen Lapras wild gesehen hat oder einen Lapras im Raid hatte und man hat gecurved und gemacht und bis hoch zum Bildschirmrand richtig weggeschossen das Handy und der Ball ist trotzdem zu kurz gewesen. Da ist das ja hier ein Traum dagegen. Mir sitzt er vielleicht sogar ein bisschen zu nah dran. Das verunsichert einen wieder. Groudon ist perfekt. Groudon lässt sich am besten fangen. Groudon ist stark, Groudon ist nützlich, Groudon lässt sich am besten fangen, Groudon sieht als shiny gut aus, Groudon hat einfach alles. Deswegen, Groudon ist immer noch mein Lieblingslegendäres, sage ich immer wieder dazu. Jetzt ist er drin. Euch knicke ich mal um, dann lehne ich mich noch mal hier in die Skulptur ein bisschen rein. Dann bewerte ich mal, 4 XL-Bonbons gab es auch. Der hat 11, 10, 15. Ich glaube, mein Bestes ist ein 96er oder 98er aus Gera damals zum GoFace, als der eingeführt wurde. Was ist euer Bestes? Habt ihr schon Shiny? Wie findet ihr das Shiny? Werdet ihr an Nego raiden? Schreibt es mal in die Kommentare. Kommt da jetzt noch ein Glücksfreund? Wahrscheinlich nicht. Also, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.